Herzlich willkommen wieder auf meinem Channel. Ich bin Timo Kohlenberg, der Reiseexperte, und ich möchte euch heute sagen, warum ihr unbedingt mal die Universal Studios in Hollywood besuchen solltet. Denn da ist für viele Fans von Filmen sehr viel mit dabei. Und es ist wirklich auch ein bisschen was anderes als zum Beispiel in Disney World. Ich habe dazu Sarah Hoffmann, eine unserer Top-Verkäuferinnen, mit dabei, die schon in den Universal Studios in Hollywood unterwegs war. Ich persönlich war es auch schon, von daher können wir, glaube ich, gut fachsimpeln. Ja. Herzlich willkommen. Dankeschön. Sarah, warum muss man diese Universal Studios unbedingt gesehen haben? Weil es einfach eine Auswahl von der realen Welt ist. Also wirklich, man ist komplett in verschiedenen Filmthemen drin. Man vergisst, also ich habe alles um mich herum irgendwie vergessen. Es war wirklich einmal ein kompletter Auszeittag. Vielleicht fangen wir mal ganz kurz an, ganz grob zu beschreiben, was sind eigentlich die Universal Studios Hollywood? Also was kann man sich darunter vorstellen, wenn man noch nie in so einem Themenpark war? Also es gibt verschiedene Bereiche, die sind ja auf verschiedene Filme und auch Serien zugeschnitten. Es gibt Moss Diner von den Simpsons, es gab meinen Lieblingsort, Hogsmeade oder den Harry Potter Bereich. Es gibt Transformers, eine Ride, also es gibt verschiedene Fahrgeschäfte, ja, Fahrgeschäfte, genau. Ja. Was eine totale Untertreibung ist, eigentlich. Ja. Also, weil man muss immer sagen, es sind immer Millionen, aber hunderte Millionen Bauten, die da ins Leben gerufen werden. Und die thematisch so gut auch aller, ich würde schon fast sagen, Disney, darf man natürlich jetzt nicht sagen, aber es ist, ne, also wirklich aufgemacht sind, in professionellster Art und Weise. Ja, und es ist also von 3D bis 4D bis zu einer normalen Achterbahn, also es ist einmal so das Komplette, was man sich vorstellen kann an Fahrgeschäften, und das ist halt irgendwie cool, weil es immer was anderes ist. Ja. Und man muss dazu sagen, es besteht eben nicht nur aus Fahrgeschäften, sondern man hat eben auch irgendwie so, wie du schon sagst, du tauchst in so eine ganze Welt von Film ein. Ne? Du hast so ein Boardwalk sozusagen, wo du runterläufst, wo ganz viele Geschäfte sind. Du hast super viel Gastronomie, du hast Figuren, die durch den Park laufen und dich versuchen zu animieren und so weiter. Also das ist so, das ist wirklich so eine Fantasy-Welt sozusagen, in die man eintaucht. Und ich finde, da macht gerade auch Universal Studios in Hollywood, was es ja aber auch woanders gibt, teilweise echt einen guten, sehr, sehr guten Job. Ja. Und es ist eben, finde ich, auch ein bisschen für Ältere geeignet, als zum Beispiel im Vergleich Disneyland. Absolut, also ich bin eigentlich gar nicht so die Themenpark- oder Freizeitpark-Person, aber es war einfach so cool, weil, ich sag mal, Harry Potter, Transformers, Jurassic World, die Mumie, es sind halt wirklich Themen auch für Erwachsene, also es ist für Groß und Klein Spaß mit dabei, auch wenn ich die Minions-Fahrt für Kinder auch total cool fand. Ich kann mir das eigentlich richtig gut vorstellen, aber ich weiß, Sarah ist voll begeistert und sie tut so, als wenn sie jetzt voll der Film, als wenn sie es voll spannend findet, aber eigentlich weiß ich, sie ist eigentlich voll der Harry Potter-Freak. Ja. Von daher gehst du garantiert als einer der Hauptgründe wegen Harry Potter in die Universal Studios. Also es war wirklich, man ist durch ein Tor gegangen und stand auf einmal in Hogsmeade. Also von der klassischen Filmmusik bis, also man ist wirklich durch Hogsmeade gegangen, diese ganzen kleinen Häuschen waren da. Beschreib es mal so richtig visuell, wie als wenn du gerade durchgehen würdest. Ja, also das, was man aus dem Fernsehen kennt, also ich war auch schon in anderen Kulissen von Harry Potter, aber einfach diese, es hat sich wirklich angefühlt, als würde ich gerade in Hogsmeade spazieren gehen. Und wir haben zum Beispiel auch Mittag gegessen in drei Besen, man hätte Butterbier trinken können, Fish and Chips, also es war wirklich, es war einfach cool. Ich bin fast vor Freude auf und ab. Ich musste so lachen, wir waren ja auch da und ich hatte da auch so ein paar Harry Potter Fans mit mir dabei, und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich nicht so ein Harry Potter Freak bin, aber shame on me, aber ich habe zum Beispiel so gefallen, so Kinder, also ich weiß nicht, ob es nicht nur Kinder machen oder ob ihr es auch gemacht habt, aber die sind da rumgelaufen mit ihren Zauberstäben. Kann man natürlich auch kaufen vor Ort. Ja, natürlich kaufen. Und die haben dann eine Funktion, dass du an den Schaufenster vorbeigehen kannst, und dann kannst du irgendwie so den Zauberstab da so hinhalten und dann passiert halt in dem Schaufenster was. Ne? Ja. Und das ist halt schon, also es ist einfach, muss man neidlos anerkennen, sozusagen, es ist einfach gut gemacht, auch wenn man kein Fan jetzt speziell von Harry Potter ist oder sowas, dann ist man aber vielleicht eben Fan von was ganz anderem, zum Beispiel, sage ich es jetzt richtig, Spider-Man, ist das auch Universal Studios oder ist es Disneyland? Ich bin immer nicht sicher, was wozu gehört, aber es gibt auch hier bei Transformers, glaube ich, ist auf jeden Fall Universal Studios. Diese Rides sind unfassbar gut gemacht, Sarah hat eben schon gesagt, zum Beispiel 4D. Was heißt 4D? 4D ist halt, wenn du ein 3D-Erlebnis hast, also es kommt auf dich zu, du hast 3D-Brillen auf und so weiter, und du hast zusätzlich noch ein Element dazu sozusagen, also wie zum Beispiel Wasser, was dir entgegenkommt, oder Wärme, wenn zum Beispiel ein Feuerball vor dir explodiert oder sowas. Ne? Das ist, glaube ich, in Universal Studios auch so. Was ist dein Lieblingsride neben Harry Potter gewesen?
Tatsächlich die Minions. Erzähl mal, was bei den Minions passiert. Also wir saßen in so kleinen Kabinen, das war 3D und man, ja, man ist praktisch durch so ein, also man ist, saß in so einem kleinen UFO, würde ich sagen, und man ist praktisch durch die Welt der Minions gefahren und es war echt cool. Kann man das Ganze eigentlich auch bei uns buchen? Auf jeden Fall. Wir haben verschiedene Tickets im Angebot. Das sind Tagestickets, es gibt auch VIP-Tickets. Das heißt, also ich würde generell empfehlen, das haben wir auch gemacht, dass man unter der Woche geht, um einfach ja nicht die ganzen Tagestouristen, die amerikanischen Tagestouristen auch noch da zu haben. Ich würde um 9 Uhr kommen. Aber wie gesagt, wir können auch VIP-Tickets oder Express-Lane-Tickets buchen, sodass man ja vielleicht nicht ganz so lange warten muss. Erzähl nochmal, was Express-Lane finde ich ein super wichtiges Thema generell für Themenparks, weil gibt es meistens in allen Themenparks. Ja. Was sind die Express-Lanes? Man zahlt ein bisschen mehr für das Ticket, aber hat kürzere Schlangen. Also es gibt an jeder Ride eigentlich die normale Schlange in Express-Lane und ich glaube, es kommt immer eine bestimmte Personenanzahl von dieser Express-Lane und von der normalen Lane rein. Und man spart ja doch wirklich wertvolle Zeit, vor allem, wenn man alles sehen möchte. Wie teuer sind diese Tickets? Kannst du mal einen Überblick geben, ganz grob? Ja, es war jetzt, glaube ich, im letzten Jahr um die 110, 120 Euro für die normalen Tickets und dann, glaube ich, mal 20 oder 30 Euro mehr für die Express. Und davor kann ich dann den ganzen Tag Universal Studios genau nutzen? Genau. Ja, man kann auch mehrmals fahren. Jetzt müssen wir können nicht über die Universal Studios Hollywood sprechen, ohne über die Studio Tour zu sprechen. Habt ihr die auch gemacht? Auf jeden Fall, ja. Die gehört mit dazu. Dann beschreib mal. Also wir sind in so einem kleinen Zug gefahren und wir waren, also ich war tatsächlich überrascht, weil auch diese Tour mit Special Effects verbunden ist, also Kulissen, die auf einmal irgendwas sprühen und ja, es war cool. Diese Studiotour fand ich vor allem auch so cool, weil also man muss sagen, man fährt eben durch reale Filmkulissen, also wo reale Filme gedreht wurden. Tendenziell sind das eher so die älteren Filme von früher und dann wird mit einem halt so typisch amerikanisch gesagt, so ne, mit so einer Lautsprecher, wo ich sage, das könnte man, finde ich, verbessern, aber hier wurde der Film gedreht und hier erinnert ihr euch vielleicht noch an die Szene von, weiß ich nicht, dem Film und dem Film. Und das ist total spannend. Und dann fährt man zum Beispiel auch in so verschiedene Hangar ein. Und das ist das genau, was du gerade auch gesagt hast. Und dann passiert da drin irgendwas. Auf einmal steht man auf so einer Bodenplatte, man merkt es aber gar nicht und ist wie in so einer U-Bahn. Und dann ist man auf einmal in der Szenerie von Earthquake. Also es passiert dann ein Erdbeben um einen herum und die Busse rutschen von, also die Decke bricht von oben ein und die Busse rutschen rein und es wird mit Wasser geflutet und der ganze Wagen wackelt, weil er eben auf so einer Rutsche. Es ist schon extrem cool gemacht, muss man sagen. Also das kann man einfach sagen. Und wie Sarah schon gesagt hat, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, geht in der Woche auf jeden Fall dahin, weil am Wochenende sind die ganzen Amerikaner selbst da, also der inneramerikanische Markt und dann wird es halt sehr voll. Man sollte natürlich möglichst auch Ferienzeiten vermeiden und so weiter. Natürlich bleibt aber immer zu sagen, es ist meistens voll. Das ist ganz wichtig zu wissen, das sollte man sich, sollte man drüber nachdenken und es ist eben deshalb auch durchaus wert, vielleicht dieses Express-Lane-Ticket zu kaufen. Und ich würde auch bei der Nächteverteilung in L.A. einen ganzen Tag berücksichtigen, weil wenn man zum Beispiel auch nicht in Hollywood unterkommt, muss man noch ein Weilchen fahren. Also einen ganzen Tag für einen planen und entsprechend den L.A.-Aufenthalt auch anpassen. Super. Ja, Sarah, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast wieder mal. Und ich fand das mega spannend. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Beantworte ich sehr gerne und gerne auch den Channel abonnieren. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir über das nächste Video sprechen, wo es wieder um irgendwelche Insights geht, die man in den USA oder Kanada machen muss. Auf jeden Fall freue ich mich bis dahin und bis bald. Bis bald.